Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play zu Lords and Knights. Ja, wie ihr jetzt seht, ich habe jetzt 15 Burgen, 3305 Punkte und bin Position 50. War zwischenzeitlich auch nochmal besser, aber ich habe jetzt in den letzten Tagen viele Truppen gebaut, da ich fast keine mehr hatte und ja, auch viel gesilbert. Ja, es kamen einige Fragen auf, deswegen mache ich dann jetzt doch nochmal ein Let's Play, vielleicht auch 2, 3. Und zwar, wenn ich eine andere Burg erobere. Irgendwann, ab der 20. beziehungsweise wenn ich 21 Burgen habe, brauche ich ja 21k Silber, um die nächste Burg zu erobern. Und dann muss ich ja das Silber aufsplitten. Und ich wurde eben gefragt, wie das denn überhaupt funktioniert. Und ja, das werde ich jetzt versuchen, euch zu erklären. Und zwar habe ich hier eine Burg. Das ist eine Nachbarburg von mir. Die hat aktuell Wehranlage 18 und die Truppen drin. Ist relativ wenig Def, 1k, bloß ein bisschen off, also sollten meine Truppen packen. Und zwar, ja, es hat aber die Burg auch noch Silber drin. Das war jetzt auch noch eine weitere Frage. Und zwar, wenn ich hier jetzt übernehme, ist natürlich das Silber und das Kupfer, was die Person eingelagert hat, weg. Das heißt, ich kann eine Burg, die jetzt 20k Silber drin hat, wenn ich die übernehme, ist 20k, nützt mir gar nichts, die sind weg. Genauso wie das Kupfer, was da drin ist. Genauso natürlich auch die vorhandenen verteidigenden Einheiten. Die werden wieder in Untertanen umgewandelt. Ja. Jetzt sehe ich hier, da hat 30 oder 3040 Untertanen frei. Deswegen nehme ich fast an, dass das Einheiten von anderen Spielern sind. Aber das ist mir relativ egal. Ja, wenn ich jetzt die Burg angreife, ich gehe jetzt mal, genau, bin auf der 12. Burg von mir. Ich hoffe, dass das die mit der langsamsten Laufzeit ist, das habe ich jetzt nicht genau geguckt. Genau, die Burg ist das, wenn ich die jetzt angreife. Da werde ich jetzt hier im Ochsenkarren. Oh, sorry. Ja, im Ochsenkarren. Und natürlich, ich weiß nicht, was schicke ich denn noch dabei mit? Ist ja auch nicht egal, was ich da mitschicke. Ich will ja nur das Silber aufteilen. Kann jetzt hier von wegen mir ruhig 1k mitschicken. Da ich das jetzt eingestellt habe. So, Laufzeit. Das ist eine Stunde 56 oder so sein, ja. Greife ich jetzt an. Und jetzt sind ja, kommen in einer Stunde und 56 Minuten kommen 1000 Silber schon an. Das heißt, in dieser Kampfphase, in den 10 Minuten, müssen jetzt noch von mir, da ich 15 Burgen besitze, da steht es auch, 15.000 Silber wird benötigt, müssen in diesen ersten 10 Minuten, müssen 14.000 Silber noch ankommen, damit ich die Burg erobern kann. Früher war das so, wo man manuell timen musste, da, ja, da konnte man ja, wenn man da gesplittet hat, konnte man ein bisschen tricksen als Verteidiger, indem man, wenn die Angriffe ein bisschen verzögert kamen, also nicht exakt auf die gleiche Minute, konnte man die erste Kampfrunde vorziehen. Das heißt, man greift, sagt einem Kumpel Bescheid, hier greift mich an, der Angriff kommt um 10:59 Uhr, der nächste um 11 Uhr. Greif mich um 10 Uhr, ja, 49 beziehungsweise. Also wenn dann vielleicht 2 Minuten zwischen den, dass da halt die erste Kampfrunde um 10:49 Uhr oder 10:50 Uhr beginnt und dass da die 10:59 Uhr der Angriff reinfällt. Das heißt, man greift der Freunde mit einer Einheit an. Die Kampfrunde wird vorgezogen. Der Verteidiger stellt seine komplette Def raus. Es sind nur, keine Ahnung, wie viel Silber vorhanden. Er braucht ja mehr, wenn er schon 21 Burgen hat. Das heißt, es ist nicht genügend Silber vorhanden, um die zu übernehmen. Der Kampfangriff ist zwar erfolgreich, aber das Silber ist futsch, weil der Angriff zwar erfolgreich war, aber nicht genügend Silber da war. So, jetzt will ich ja nicht weiter Zeit verdrödeln. Synchronisiere jetzt aus meinen gesamten Burgen die Angriffe dabei. Ich hoffe, dass das aus allen geht. Die könnte ich jetzt auch noch Silber bei tun. Ja, das ist mir jetzt zu viel zu rechnen, weil das ja keine gerade Zahl ist.
So. Ich hätte auch aus der angreifen können, die habe ich mir weiter unten geholt. Ganz spontan beim Bündnisangriff. Halt. Ja, das habe ich vorher vergessen. Ich wollte ja eigentlich noch, wenn ich noch massig produziert habe, letztes Gold dafür aufbringen, um hier noch anzugreifen. Das sind nochmal 200 Schwertkämpfer mehr und ja, 4 Lanzenreiter ist jetzt nicht so viel. Aber dafür wollte ich jetzt das letzte Gold, was ich da noch habe, aufbringen. Und dann werde ich auch eh erstmal kein Gold mehr holen. Das war jetzt noch der letzte Rest, den ich noch habe. Weil das einfach irrsinnig ist, jetzt noch Gold in zu investieren. Braucht man eigentlich gar nicht. Ich könnte jetzt auch nochmal welche bauen. Ja, das mache ich jetzt auch soweit. Hier waren noch ein paar. Ja, so geht das also mit dem Silber aufteilen. Also, genau. Dass man das eben einfach von zwei Burgen ausnehmen kann oder auch ganz vielen Burgen. Das heißt, das ist ganz egal. Man kann das genauso wie die angreifenden Truppen quasi aufteilen. Da greift man ja auch mit mehreren Truppen aus verschiedenen Burgen an, wie ich das jetzt hier schon mache. Und genauso kann man das eben auch mit dem. Hier muss ich jetzt das Silber noch mitschicken. 14.000 brauchte ich da noch. Genauso kann man das eben wie mit den Truppen auch mit dem Silber machen. Dass eben da einfach aufgeteilt wird. Weil die ganzen Truppen, die sind ja jetzt eh drauf synchronisiert, die greifen ja auch alle dann zusammen an, auch wenn ich die aus verschiedenen Burgen schicke. Also genauso funktioniert das auch dann mit den mit dem Silber. Ich kann mal gucken, vielleicht bin ich hier auch noch am Produzieren. Nee. Ja, ist jetzt gar nicht so viel, was ich angreife. Ich dachte, das wären mehr Einheiten. Also Rohstoff am Hin- und Herschicken bin ich noch nicht. Hab ich extra darauf geachtet. Ich könnte jetzt hier aber auch noch was bauen. Ja. Schwertkämpfer habe ich noch nicht so viele. Nehme ich die auch noch mit. Ja, also man kann das eben auch so aufteilen. Heutzutage ist es schwer, verschiedene Kampfhunden heraufzubeschwören. Es geht nur, wenn unterschiedliche Spieler angreifen, weil man ja von Player zu Player noch nicht synchronisieren kann. Und es ist ja auch so, also da könnte man höchstens ja ein bisschen vorziehen, die Kampfhunde, wenn zwei verschiedene Spielereien angreifen. Aber das Silber wird dann schon vollzeitig da sein, deswegen ist das ein bisschen schwierig. Ja, ihr seht, meine Rohstofflager sind gefüllt, ist auch relativ viel. Es ist auch Weihnachten, frohe Weihnachten et al. Hab ich ganz vergessen. Ja. Angriff synchronisieren. Ja, der Angriff wird dann in 2 Stunden knapp ankommen, also wird so, werden wir dann haben, ja, kurz vor 11, halb 11. Und ja, jetzt kommen hier noch ein paar Einheiten zu. Die Einheiten sind nicht daheim. Wo sind die Einheiten? Ah, Trick 17 mit Selbstüberlistung. Ich habe hier schon von angegriffen. Bin oben zurückgekommen aus Versehen. Hier habe ich noch ein paar Schwertkämpfer übrig, die ich irgendwann mal aus Versehen hier gebaut hatte. Kann natürlich auch noch mit draufhauen. Bin dann insgesamt, ich glaube, 3K off. Sind die eben 1000. Bogenschützen, ein paar mehr, werden da drauf gehauen. Ich hoffe, dass es schickt. Und Spio, ja, müsste das eigentlich dicke schicken. Ich habe zwar jetzt nicht mal berechnet, aber sollte schicken. Ja, wichtig ist noch, dass der Angriff vor 12 ankommt. Weil ab 12 haben wir Weihnachtsfrieden ausgehandelt mit verschiedenen anderen Bündnissen. Ich noch Zeit habe, gleich kann ich darauf auch noch kurz eingehen. Und ja, das ist einfach das von Weihnachten bis zum 27. um 12, von 24. bis 27. jeweils von 12 Uhr. Ein Frieden gilt von den teilnehmenden Bündnissen. Das heißt keine Eroberung, Spionage etc. Also hier war es jetzt schon recht knapp. Hier waren jetzt noch 3 Minuten Delay dazwischen, also da hätte ich fast nicht mehr losschicken können. Könnte sein, dass das hier auch nicht mehr geht. Geht aber 16 Minuten. Ja, der Weihnachtsfrieden ist halt dafür da, dass die Leute nicht über Weihnachten so oft on sind und dass man das einfach ja, so kompensiert, dass keiner einen angreift.
Ja, dich schon von angegriffen. So, das ist der Angriff. Läuft da hier drauf. Kommen alle um 10:42 Uhr an. Ich hoffe mal, dass der Angriff durchgeht. Ich werde es auch gleich nochmal im Forum schreiben. Ich kann gerade nochmal im Forum gucken, da ist noch die Liste von den teilnehmenden Bündnissen am Weihnachtsfrieden. Das sind ganz schön viele. Ich habe jetzt nicht gezählt, aber wenn ihr sie seht, das war schon Teil 2, hier ist es Teil 1. Das sind schon einige. Das heißt, Weihnachtsfrieden gilt von 24.12. 12 Uhr bis 27.12. auch 12 Uhr. Absoluter Frieden, keine Spionageangriffe oder Eroberungen. Ja, soviel dann zum Silberaufteilen. Ja, bis zum nächsten Mal dann, euer Stormtrooper und schöne Weihnachten euch noch.